begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des heutigen Bundesligaspiels zwischen dem FC Turbine Potsdam und dem FSV, FSV Gütersloh 2009. Zu meiner Linken begrüße ich unseren Gästetrainer, zu meiner Rechten unseren Cheftrainer. Ich würde wie immer zunächst dem Gästetrainer das Wort überlassen und um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Potsdam für den verdienten Sieg. Wir sind hier bestimmt nicht hingekommen, mit dem Anspruch, einen Punkt zu holen oder sogar drei Punkte zu holen, das ist ja klar. Für uns ist eine schwierige Zeit gewesen in den letzten Wochen, dass wir nach dem guten Start der Saison doch jetzt die eine oder andere Niederlage hinnehmen mussten und auch klare Niederlagen. Von daher war es für uns wichtig, dass wir uns hier gut präsentieren. Und ich habe das der Mannschaft gesagt, auch mit einer Niederlage hier in Potsdam kann man, glaube ich, mit einem guten Gefühl hier wieder wegfahren, weil wir wirklich alles gegeben haben, was in unseren Möglichkeiten stand. Und das wollte ich sehen. Und ich denke, wenn man das 1-0 nicht bekommt, was auch für mich ein klares Foul war an unserer Torfrau, dann ja, geht man vielleicht mal mit so einem 1-0 oder vielleicht sogar 0-0 in die Halbzeit, dann läuft es noch anders. Aber gut, wir sind mit dem Auftreten, oder ich bin mit dem Auftreten zufrieden mit meiner Mannschaft, was sie hier gezeigt hat, und darauf kam es an. Und letztendlich denke ich, können wir so jetzt zumindest besser in die nächsten Wochen gehen. Denn das war jetzt, wie gesagt, die letzten Wochen schon sehr deprimierend teilweise, dass wir da Niederlagen hinnehmen mussten, die uns wehgetan haben. Aber heute war es okay. Danke. Dankeschön, Herr Graskamp. Herr Schröder, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, heute ist erster Advent. Deshalb habe ich mich ein bisschen gefangen, weil wir einen schlechten Fußball gespielt haben. Ich meine, man muss immer den Anspruch, den wir haben, muss man immer aufs Spielfeld bringen. Fakt ist eins, und das darf man immer nicht vergessen. Normalerweise müssten das unsere Fans und einige auch wissen. Wir haben mit 9 Spielern gespielt, die heute nicht zur Verfügung gestellt haben. Wenn man das Mittelfeld, unser zentrales Mittelfeld, Ausfall Hanebeck, Ausfall Winters noch kurz, da hat man das gemerkt heute, dass man Yuki ins Mittelfeld zurücknehmen musste, ist natürlich, vorne fehlt da einiges. In der Endkonsequenz gab es viele Unsicherheiten, vor allen Dingen bei den Außenpositionen im Mittelfeld und auch teilweise in der Abwehr, die uns nicht so gefallen haben und die in der Endkonsequenz von einer anderen Mannschaft auch bestraft werden. Ich gebe meinen Kollegen recht, das erste Tor war meiner Ansicht nach ein irreguläres Tor, es waren Angriffe vom Torhüter. Die Schiedsrichterin haben wieder mal das Beste gegeben, aber es reicht bei weitem nicht, weil einfach viele Dinge passieren, einfach völlig überfordert. Hat unabhängig davon was zu tun, ob wir nur gewonnen oder verloren haben, man muss es einfach sachlich sehen. Und wir haben ja nur noch dieses Trauma von Wolfsburg, wo ich in der 90 Minute abpfeifen kann, so ein Spiel, und dann wird weiter gespielt und hin und her, und dann hinterher wissen sie nicht, was Sache ist und momentan. Das ist einfach nicht das Niveau, was wir wollen in der Bundesliga. Ich hoffe, dass wir noch am nächsten Sonntag mit Hanebeck, eventuell mit Winters, wissen wir noch nicht, wieder dabei haben und dann noch das Pokalspiel. Wir werden uns sicherlich noch verstärken in der Winterpause oder Veränderungen vornehmen, weil einfach das eine oder andere nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorstellen, und die verletzten Spieler ja nicht so schnell wieder zurückkommen. Das darf man nicht vergessen. Es kommt ja in der Elzig nicht so schnell zurück. In den Wesely muss nochmal neu operiert werden. Dann Chantal de Ritter wird erst im Januar wieder einsteigen, einigermaßen. Demann geht's einigermaßen. Jenny Zietz wissen wir noch gar nicht, was Sache ist. Also, dass wir so gebeutelt sind und auch noch so viel scheiß Pech haben, sowohl gegen Frankfurt hier als in Wolfsburg, da, ich frage mich immer als Christ, was habe ich denn Herrgott angetan? Da muss man natürlich froh sein, dass man heute auch so ein Spiel mit so einer schweinischen Leistung noch so spielt und gewinnt. Und natürlich der Herrgott das Füllhorn ausgibt, indem er den anderen die Punkte nicht gibt, nämlich Frankfurt und Wolfsburg. Ich würde mich dafür bedanken. Danke. Danke, Herr Schröder. Die Möglichkeit für die Medienvertreter, Fragen loszuwerden, falls es noch Fragen gibt. Herr Morgner? Ich soll mich schon ein bisschen beeilen, wurde mir gesagt. An Herrn Schröder habe ich 2 Fragen. Die erste Frage: Nächste Woche ist zwar noch ein Spiel und dann ist Pokal, aber können Sie ein erstes Fazit zur Hinrunde ziehen? Ist die erste Frage. Ja, das ist natürlich klar. Ich habe gerade gesagt, wir haben 2 Spiele verloren. Und wie wir es verloren haben,
meine, das ist Frankfurter Spiel, das geht in die Geschichte ein, also da kann man Bücher schreiben und das ist in Wolfsburg genauso. Ich meine, wer wäre in Wolfsburg mit, wir hätten dann 6-0 verlieren können, am Anfang. Aber wenn man in der 92. Minute, wenn man dann eine gelb-rote Karte kriegt, so ein sinnloses Ding, dann, und dann verlieren wir dieses Spiel. Und dann schießt nur eine von uns, die bei uns war, die Tore. Ich meine, das ist ja zum ersten Mal, habe ich ja keine Spielerin, die mal bei uns war, hier beim Gegner heute gesehen. Sonst sind ja nur 3 oder 4 dabei, also muss man sich... Und dann natürlich dieses Einzige, was wirklich verdient war, war dieses Unentschieden halt gegen Freiburg. Da haben wir beide Mannschaften tollen Fußball gespielt. Alle anderen Spiele, wir haben sehr gute Spiele gemacht, aber wir haben auch schlechte Spiele gemacht. Ich sag mal jetzt Folgendes. Das ist natürlich mathematisch natürlich ein bisschen fraglich, aber ich sag's mal, wenn wir alle Spiele in der Bundesliga gewinnen und alle Spiele im Pokal gewinnen, sind wir deutscher Meister im Pokal. Wie noch? Also nochmal, wir wussten ja, das ist ja eines der Knackpunkte, was man immer wieder vergisst. Wir wussten ja, dass wir eine völlig andere Mannschaft haben. Dass wir 6 Nationalspieler verloren haben, dass wir völlig andere Spieler haben. Und wir haben trotzdem gesagt, ich habe trotzdem gesagt, wir kämpfen um den Titel. Ich rede jetzt gar nicht von dem Ausscheiden gegen Arsenal, wo uns Aoyama gefehlt hat. Das kommt ja noch dazu. Wir haben ja 5 Wochen diese Spielerin nicht mit dabei gehabt, die hier Torschützenkönigin wurden. Wenn ich das Ganze drum und dran sehe, sind wir mit dieser Position, 2. Platz, vielleicht sogar 1. wissen wir ja nicht, ja, 2. Platz wird sein, zu Ende der Halbserie jetzt. Wenn wir das eine Spiel noch, müssen wir zufrieden sein. Und wir müssen endlich mal davon ausgehen, dass andere auch noch Fußball spielen können. Danke. Die zweite Frage, nach dem Abpfiff haben Sie sehr nachdenklich auf Ihrem Sessel da gesessen. Hat es einen besonderen Grund gehabt, weil sonst sind Sie ja doch ein bisschen euphorischer gewesen? Das hat, man muss natürlich Weihnachten besonders in sich halten. Ja, dann die ich habe es an das Weihnachtsgeschenk für meine Frau gedacht. Ich wollte es eigentlich nicht schenken. Nee, es ist eigentlich so, dass wir Veränderungen ab 1. Januar haben werden. Es wird, man hat schon heute gesehen, mit Pauline Bremer, eine junge Spielerin reingekommen. Das ist für mich, wir müssen endlich mal wieder dazu übergehen, trotz aller Dinge, die wir jetzt, wir müssen uns noch 1-2 gute Leute holen, also international gute Leute, vor allem im defensiven Mittelfeld. Aber wir müssen jetzt unsere eigenen Leute wieder anbringen. Das war heute ein gutes Zeichen. Ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber das ist eine, die wirklich top ist. Und wird man nach 2 Jahren, dann haben wir alles wieder im Griff. Da haben wir noch genügend Ausländer, aber noch mehr Deutsche. Gibt es weitere Fragen? Also, darf ich vielleicht mal gerade noch was sagen? Erstmal. Die Atmosphäre hier in Potsdam hat mich sehr beeindruckt, weil das eigentlich nicht so typisch für Frauenfußball ist. Wir haben schon auf ganz vielen Provinz-Bezirkssportanlagen gespielt und wo überhaupt keine Stimmung aufkommt. Und das, was heute hier so abgelaufen ist, hat mir sehr gut gefallen und Spaß gemacht, auch hier Trainer zu sein und das Ganze so mitzunehmen. Und das wollte ich einfach mal noch loswerden. Die Zuschauer sehr fair, muss ich auch sagen. Ja, es wurde auch geklatscht, als unsere Spielerinnen ausgewechselt wurden. Auch Hut ab. Also das sieht man auch nicht alle Tage. Und wenn wir schon keine Punkte mit nach Hause nehmen, dann kann ich mir vielleicht doch noch einen Tipp abholen. Ich suche nämlich auch noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Dankeschön dafür. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen heute, wünsche unseren Gästen zum einen eine gute Heimreise, zum anderen viel Glück und Erfolg für den restlichen Saisonverlauf. Ich hoffe, dass wir uns nächste Saison dann hier wiedersehen. Ihnen allen noch einen schönen Adventsnachmittag und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag ganz schon früh, um 11 Uhr ist Anpfiff, hier wieder. Ja? Sonntag, 11 Uhr, Anstoß. Denkt an eure Stimme, Mannschaft des Jahres. Wir wollen zum 9. Mal Mannschaft des Jahres werden. Genau.